Willkommen zurück, Geheimakte Dun Guska. Und zwar, ja, wir haben ja jetzt hier die Pizza dieser Katze gegeben. Wir wollten jetzt hier irgendwie unser Telefon abhören, glaube ich. Gell? Müssen wir mal. Gucken wir mal. Also, Ich Rinnens. wüsste nicht, wen ich anrufen sollte. Und selbst wenn Telefon, ich das wüsste, wozu zahle ich eine exorbitant hohe Grundgebühr für mein Handy, wenn ich es nicht nutze? ja. Was ist denn hier jetzt, Mädel? Ein Relikt aus längst vergangenen Zeiten, als noch nicht jeder ein Handy hatte. Da will ich will nicht anrufen. Blöde. Warte mal. Müllsack. Plastiktüte. Ach, vielleicht müssen wir erst. Moment, ich gehe nochmal zum Haus. Irgendwie. Tadadadadada. Muss es ja hier weitergehen, ne? Okay, weiter. Die Katze ist jedenfalls drin, das Stück Pizza. Lecker. Kalte Pizza mit stinkendem Thunfisch. Prima. Ach, was ich gucken wollte, ist, ob ich diesen Ton ein bisschen. Warte mal, Musik, Sound, Schatten, da, 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 da. Sound. Ich dachte eher, diese von dieser. Die Sprache bist. Naja, gut, okay, weiter spielen. Gut. Wir klingeln einfach nochmal. Gucken wir mal, was passiert, wa? Kann mir kaum vorstellen, dass der mir noch mal die Tür aufmacht. So, auch nicht. Pass auf. Dann gehen wir vielleicht diese. Irgendwie. Na, gehen wir mal hier zurück. Und dann vielleicht doch noch mal hier hinten zum Weg. Und gucken wir noch mal hier durchs Loch. Und die sind weg. Fress- und Wassernapf für das Haustier mitten in der Küche. Sehr hygienisch. Klöpste. Die sind weg, die zwei. Irgendwie. Muss ich doch hier irgendwie was bestimmt was rauslocken oder was, wa? Gartenschlauch. Gartenschlauch. Zur Straße. Gartenschlauch. Nein, passiert hier nichts. Ja, ich werde lieber gleich fangen. Mal gucken hier, wa? Macht aber auch den blöden Sack hier auch nicht auf, wa? Denn was ist hier jedenfalls mit diesen Säckchen zu tun? Ah, hier, guck mal. Ich habe die Öffnung der Tüte mit dem Eimerhenkel verstärkt. Aha, und jetzt? Hä? Noch ein bisschen Klebeband rum? Ach! Ja, Jetzt das fällt mir sollte es halten. ein. Stimmt, wir hatten doch die Katze, die war da auf dem Baum. Blöd. Stimmt, die war ja auf dem Baum. Wo ist denn die? Die Katze, mein Handy muss ich holen. Wo ist es denn jetzt? Irgendwo hat es doch geblinkt hier eben. Ach, hier. Stimmt. So war es doch gewesen. Das könnte klappen. Vergaß. Na los, Nina. Wunderbar. Dann wollen wir mal hören, ob mich das aufgezeichnete Telefongespräch von diesem Oleg irgendwie weiterbringt. Kalenko, aber ist jetzt nicht mehr da. Nein, Tunguska wurde nicht erwähnt, aber dazu gab es auch gar keine Gelegenheit. Ja, ich denke nur, dass man sich dringend um die Angelegenheit kümmern sollte. In Ordnung. Sie melden sich dann also wieder. Bis später. Sehr ergiebig war das ja nicht. Also, was haben wir denn jetzt? Irgendjemand soll sich um irgendwelche Angelegenheiten kümmern. Hoffentlich bin ich nicht diese Angelegenheit. Außerdem noch irgendwas mit Tunguska. Da stand ja auch schon was in der Mail an diesen Oleg. Ich sollte vielleicht Max später mal danach fragen. Das können wir machen. So, pass auf, die Katze, die lassen wir heute auf dem Baum, wa? Ich muss meine Meinung über Katzen korrigieren. Außer schlafen und fressen können sie auch noch im unpassendsten Moment auf Bäume klettern.
Ich wüsste nicht, wen ich anrufen sollte. Hätte sein können, dass du jemanden anrufen willst. So, also wir haben jetzt hier Duska, Max, Lauschangriff, Berlin, Olegs Haus. Nina konnte ein Telefongespräch von Oleg mitschneiden. Wie schon in der Mail, die Ninas Vater an Oleg geschrieben hatte, ging es um das Thema Tunguska. Vielleicht kann Max ja etwas damit anfangen. Ach, der Max, der war ja im Museum. Da müssen wir mal ins Museum fahren, wa? Na, Nina, lauf doch mal, Mensch. Na, ach so. Max Gruber meinte, er wäre erst gegen Abend wieder im Museum. Ich sollte die Zeit nutzen, um mal ein paar Stunden zu schlafen. Wenn mich meine weibliche Intuition nicht täuscht, könnte ich das sonst bitter bereuen. Ja, das schlafen wir wegen. Oh. Haben Sie, was ich wollte? Noch nicht. Wir haben alles durchsucht, aber nichts gefunden. Und Kalenko? Auch da noch nichts. Wir werden wohl andere Optionen in Betracht ziehen müssen. Was Sie machen, ist mir egal. Solange das Ergebnis stimmt. Enttäuschen Sie mich nicht. Komisch. Ich fühle mich ständig verfolgt. Selbst als ich vorhin nach Hause gekommen bin, war ich ganz kurz der Meinung, das Gesicht von diesem Kanski am Fenster gesehen zu haben. Naja, wahrscheinlich spielen meine Nerven einfach verrückt. Hoffentlich hat Max was von meinem Vater gehört. Ja, wir werden beobachtet, siehste. So, lass mich mal gucken, ist hier was Neues? Nein? Jo, dann gehen wir mal hier rein ins Museum. So, warte mal, dann müssen wir mal zu Max gehen. Der war ja hier drinnen, ne? Nehme ich an. Hallo, kann ich kurz stören? Sie stören nicht, ganz im Gegenteil. Hat sich Ihr Vater gemeldet? Nein, leider nicht. Und ich bin gestern Nacht auch noch überfallen worden. Überfallen? Ist Ihnen was passiert? Nein, keine Sorge. Aber da muss es ja wohl doch um einiges gehen. Haben Sie wirklich keine Ahnung, was das sein könnte? Nein, ich... Er war in den letzten Tagen etwas gestresst, aber das kam bei ihm schon mal vor. Im Nachhinein könnte man dann natürlich alles Mögliche reininterpretieren. Aber wirklich auffällig? Nein, eigentlich nicht. Schade. Sie haben mir doch gestern Abend Hilfe angeboten. Gilt dieses Angebot noch? Aber selbstverständlich. Ich heiße übrigens Max. Nina, aber das wissen Sie. Das weißt du ja. Also, dann schieß mal los. Los, schieß los. So, wollen wir mal fragen hier, Tunguska? Ich habe in den letzten Stunden mehrmals was von Tunguska gehört. Weißt du was darüber? Meinst du die Tunguska-Katastrophe von 1908? Ja, kann schon sein. Anfang des letzten Jahrhunderts ist da etwas explodiert. Die Zerstörung soll enorm gewesen sein, aber man weiß bis heute nicht genau, was damals wirklich geschehen ist. Dein Vater war doch früher mal auf einer Expedition in Tunguska. Du müsstest das doch eigentlich wissen. Wir haben nie viel über das gesprochen, was er früher gemacht hat. Nach dem Tod meiner Mutter wollte er nicht mehr über seine Arbeit in Russland sprechen. Oh, das wusste ich nicht. Tut mir leid. Schon okay. Ist lange her. Sie ist damals bei einem Autounfall gestorben. Kurze Zeit später sind wir dann nach Deutschland gekommen. Ich glaube, mein Vater wollte damals einfach alles hinter sich lassen. Und dein Vater hat nie mehr von seiner Arbeit in Russland gesprochen? Hast du denn nie nachgefragt? Nein. Er hat mich einmal gebeten, dies nicht zu tun. Und ich habe mich daran gehalten. Auch wenn ich manchmal schon neugierig war. Naja, ein bisschen was kann ich wohl noch zusammenkriegen. Also... 1908 ist ein bis heute unbekanntes Objekt über der sibirischen Taiga abgestürzt. Durch die enorme Druckwelle und eine gewaltige Feuerwand wurde ein riesiges Areal völlig zerstört. Die dort lebenden Hirten, die sogenannten Ewenken, wurden mitsamt ihrem Vieh durch die Luft geschleudert oder verbrannten. Es gab kaum überlebende Zeugen. Es wurden dann zahlreiche Expeditionen unternommen, um der Ursache dieser Katastrophe auf die Spur zu kommen. Aber trotz aller Anstrengungen konnten vor Ort keine Hinweise gefunden werden. Und so entstanden im Lauf der Zeit zahlreiche Theorien, angefangen vom Absturz eines Meteoriten, über das Auftreten einer unbekannten Energie, bis hin zur Explosion eines Raumschiffs. Das ist alles, was mir spontan zu dem Thema einfällt. Aber ich habe im Archiv noch irgendwo ein paar Artikel über das Tunguska-Phänomen rumliegen. Soll ich die mal holen? Ja, das wäre lieb. Dieser Oleg hat's erwähnt. Und ich habe eine Mail meines Vaters an ihn gelesen, da stand auch was davon drin.
Vielleicht bringt mich das ja weiter. Okay, ich muss hier noch ein paar Kleinigkeiten regeln. Dann werde ich mich mal im Archiv umsehen. Dankeschön. Okay. Oh, die haben echt viel zu plaudern, die zwei hier, ne? Ich tue das jetzt trotzdem erstmal speichern, weil sonst wird es zu lang. Wir plaudern noch was, womit ich helfen kann? Dann weiter. Erst einmal nicht. Aber ich komme bestimmt bald wieder. Ich freue mich jetzt schon drauf. Oh. So, dann machen wir speichern. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüssle.